Bereits 130 Jahre besteht die Freiwillige Feuerwehr Rauchenwart. Dieses Jubiläum wurde mit einem zweitägigen Feuerwehrfest gebührend gefeiert. Wir waren beim Festakt mit dabei. Im Jahre 1883 wurde in unserer Heimatgemeinde die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Der Grundgedanke war, dass die Menschen freiwillig und ehrenamtlich bereit fanden, einen Beitrag zur Sicherheit und zum Wohl der Einwohner des Ortes zu leisten. 130 Jahre Freiwillige Feuerwehr hier in Rauchenwart, das ist schon ein zünftiges Fest wert. Absolut. Ich muss sagen, es ist nur möglich in der Größe und mit der Begeisterung sowas auf die Beine zu stellen. Wir sind eine kleine Ortschaft und die Bevölkerung, kann man sagen, die hält wirklich noch zusammen, wie man es vielleicht nicht überall heutzutage mehr erlebt. Und das ist eigentlich die Basis unserer Motivation, auch dieses dann entsprechend so zu bieten der Bevölkerung. 130 Jahre verdienen sich auch, gefeiert zu werden. Ich habe das kurz überschlagen. Es sind 6 bis 7 Generationen, die hier für den Ort tätig waren. Und diese freiwilligen Feuerwehrmitglieder, die das mitgetragen haben, die müssen vor den Vorhang gestellt werden. Vor allem jene, die jetzt noch da sind. Wir haben ja viele auch erlebt, die nicht mehr aktiv sind, aber noch immer zur Familie der Feuerwehren dazugehören. Und das ist das Schöne, dass sich alle wieder treffen und alle eine Gemeinschaft bilden. Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Ausdruck des Sicherheitsbedürfnisses der Bevölkerung. Eine relativ kleine Gemeinde mit einer doch langen Feuerwehrtradition, das ist schon eine tolle Leistung für den Ort. Ja, ich glaube, dass das einfach auch historisch bedingt dadurch ist, dass wir immer ein bisschen abgeschottet waren, auch von den Entfernungen her. Und früher war es einfach notwendig, Hab und Gut zu schützen. Und da haben sich immer welche gefunden, die da mitgetan haben, bis in die heutige Zeit hinein. Heute hat sich das alles intensiviert noch dazu. Viele Nicht-Feuerwehr-Leute helfen mit bei den Festeln. Dadurch kommt Geld zusammen und dadurch kann sich die Feuerwehr dann auch solche Fahrzeuge leisten. Zu 90% von der Feuerwehr selbst bezahlt. Ich bin richtig stolz auf unsere Feuerwehr. Die Feuerwehr hat sich selbst den Geburtstagsgeschenk gemacht zum 130. Das Feuerwehrfahrzeug hinter Ihnen. Die Feuerwehr fast zur Gänze selber bezahlt. Lieben Dank unserer Bevölkerung, die eigentlich immer hinter uns steht und uns unterstützt, sei es hier mit ihrer Anwesenheit und Unterstützung beim Fest, sei es bei den entsprechenden Sammlungen. Dies ist die Basis dafür, damit wir eben auch auf der anderen Seite die Gemeinde unterstützen können. Es ist immer schwieriger für die Gemeinden, die ganzen finanziellen Mittel aufzubringen. Und wir gehen den Weg, wir versuchen, so wie dieses Fahrzeug, das letzte Fahrzeug, Kommandofahrzeug vor ein paar Jahren, aus eigenen Kräften zu finanzieren. Weil schlussendlich die großen taktischen Fahrzeuge ist nicht möglich, natürlich uns selbst dann eben dieses zu finanzieren. Da muss dann die Gemeinde uns unter die Arme greifen und um denen entsprechend, ich sage einmal so, den Weg frei zu halten, versuchen wir auf diese Weise, Sie bestmöglichst zu unterstützen.